This is the future. Evolution. This is the future. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem ersten kleinen Video Tipps, Tricks und Hintergründe. Natürlich auch der Platin-Guide, der kommen wird zu Star Wars Outlaws. Tja, beginnen wir einfach mal. Meine ersten Informationen, ja, war einfach nur ein Verdacht. Und der Verdacht war, in dem aktuellen oder ganz neuen Story-Trailer wurde ganz kurz gesagt, sie soll eine Fraktion, also ein Syndikat, bestehlen, um sich nachher freizukaufen. Das hat mich stutzig gemacht. Deswegen habe ich angefangen zu recherchieren und habe natürlich auch total geniale Informationen bekommen, die ich euch nicht vorbehalten möchte. Deswegen würde ich mich super über ein Abo freuen, denn es wird Tipps, Tricks, Guides und natürlich auch den typischen Platin-Guide bei Fuma zu Star Wars Outlaws geben. Also, in Star Wars Outlaws können wir uns mit 4 Syndikaten gut oder auch schlecht stellen. Welche Auswirkungen hat das? Nun, das kommt ganz darauf an, wie wir handeln. Nachdem es lange Zeit sehr still gewesen ist um Star Wars Outlaws, hat Ubisoft und Massive Entertainment endlich einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der auch den Release verrät. Das heißt also, am 30. August können wir mit der Diebin Kay West und ihrem tierischen Begleiter Nix sowie dem Droiden ND5 durch die Galaxis uns kämpfen. Wie das auch im Detail funktioniert und jetzt kommt's, verrät ein Bericht von der Glover Story oder Cover Story von Game Informer. Das Original verlinke ich natürlich euch gerne in der Videobeschreibung. Das Magazin konnte nämlich in Schweden mit den Entwicklern von Massive Entertainment exklusive Eindrücke sammeln. Und die haben richtig angefangen zu plaudern. Neben ein paar kleinen interessanten Informationen lieferten sie uns dabei aber auch ein stärkeren Einblick in das sogenannte Rufsystem, also auch Reputationssystem der Fraktionen. An dieser Stelle, das sogenannte Rufsystem gab es auch schon bei Mass Effect, bei der Trilogie, da war es eher ein Moralsystem und dort hatten Entscheidungen, die wir getroffen haben, zum Beispiel im ersten Teil, auch Konsequenzen im dritten Teil. Ich bin echt mal gespannt, das ist so ein großes Fragezeichen, ob Entscheidungen, die wir treffen, das heißt unser Rufsystem, auch logischerweise Konsequenzen dann im Late Game haben. Was wir in Star Wars Outlaws mit unserem Ruf wahren können, sollten wir auf Stealth setzen. Das bedeutet also, wir sollten uns nicht erwischen lassen. In Star Wars Outlaws bekommt Kay es mit 4 Unterweltsyndikaten und auch Anführerinnen und Anführern zu tun, für die wir Aufträge erledigen. Das erste Syndikat ist das Pike-Syndikat, das zweite ist das Hutten-Kartell, das dritte ist das Crimson-Dawn-Kartell und der Ashigar-Clan, der gehört nicht zur Lore von Star Wars, sondern wurde im Prinzip von Massive Entertainment oder wie auch immer Ubisoft rein geschichtlich-technisch mit hinzugefügt. Also es gehört nicht zur offiziellen Lore, das ist auch bekannt. Je nachdem, wie wir uns also anstellen, verbessern oder verschlechtern wir uns den Ruf bei den Syndikaten. Das kann beginnen mit einem ganz schrecklichen Ruf bis hin zu einem exzellenten Ruf. Da kann es schwanken. Dabei kann es vorkommen, dass wir uns für ein Syndikat entscheiden müssen. Oder mit einem Auftrag den Ruf gleich doppelt senken oder halt auch doppelt steigern, je nachdem, ob wir erwischt werden oder nicht. So sollten wir für einen ersten unbekannten Auftraggeber etwas beim Pike-Syndikat stehlen. Werden wir dabei nicht erwischt, ändert das also auch nicht den Ruf, den wir haben beim Pike-Syndikat. Aber unabhängig davon, ob das gelingt oder nicht, stellt uns das Spiel später noch einmal vor die Wahl, was wir mit der gestohlenen Beute anstellen wollen. Also, die wir uns beim Einschleichen geholt haben. Das bedeutet also, wenn wir nicht erwischt werden, haben wir dann immer noch die Entscheidungsfreiheit, was machen wir mit der Beute? Geiler Scheiß an dieser Stelle. Okay, in einer anderen Quest geht es darum, dass wir unseren Plaster upgraden können. Das wird noch ganz, ganz wichtig. Hier stehen wir vor der Entscheidung, bei welcher der wir vor Ort ansässigen Syndikate wir uns das Ausborgen in Anführungsstrichen, das Upgrade also für unseren Plaster stehlen. Tja, kommt drauf an, was wir für Upgrades brauchen. Wichtig ist, das Crafting-System wird auch mit dabei sein, also auch eine Information. Sofern wir einen schlechten Ruf beim gewählten Syndikat haben, bedeutet das aber nicht,
dass wir nicht einfach frei in ihrem Revier herumspazieren dürfen. Werden wir erwischt, senkt das wiederum unseren Ruf. Also aufpassen und nicht erwischt lassen. Ist also die Konsequenz aus diesen Informationen, was den Ruf angeht, lieber still und heimlich. Damit wir nicht erwischt werden, können wir aber auch auf diverse Stealth-Mechaniken zurückgreifen. Beispielsweise markieren wir Feinde mit Fernglas, also damit wir eine Route planen können, um ihnen besser aus dem Weg zu gehen. Des Weiteren unser kleiner Alien, die Nix, unterstützt uns dabei, Wachen abzulenken und damit wir ungesehen diese ausschalten oder auch vorbeischleichen können. Das geht auch mit einer Betäubungsoption mit unserem Blaster. Und da haben wir den Blaster wieder und das Crafting-System. Allerdings müssen wir die ganze Zeit auch das Alarmsystem wie auch Überwachungskameras im Auge behalten. Das wird hoffentlich eine schöne Herausforderung. Ich bin echt gespannt, ob sie das richtig gut hinkriegen, weil das Alarmsystem bei Avatar Frontiers of Pandora, was auch Entertainment gemacht hat, also Massive Entertainment, das war schrecklich. Das war nicht gut. Deswegen bin ich hier echt gespannt und auch etwas skeptisch, ob sie das gut hinkriegen. Wobei mit Division haben sie ein richtig gutes Spiel hinbekommen. Wir werden sehen. Ja, werden wir natürlich nun doch erwischt, wirkt sich das aber nicht nur auf unseren Ruf aus, sondern irgendwann stellen sich auch stärkere Gegnertypen mit Schilden oder besseren Waffen in den Weg. Haben wir einen schlechten Ruf bei einem Syndikat und brechen da ein und wir haben bei diesem Syndikat, wo wir einbrechen, einen schlechten Ruf, müssen wir damit rechnen, dass wir gegen stärkere Gegner kämpfen. Tja, grundlegend, wie wirkt sich der Ruf aus? Der Ruf bestimmt, wie die Fraktionen auf uns reagieren. Haben wir etwa einen guten Ruf, können wir uns in ihrem Versteck frei bewegen. Geschäfte bieten dann aber auch Rabatte an, wenn wir einen guten Ruf haben. Und in Gefechten kann es auch unter Umständen sein, dass uns ein Syndikat zu Hilfe eilt. Das klingt schon mal gut. Ob auch das Freischalten einiger Quests von Ruf abhängt, ist noch nicht klar. Das wollten die Entwickler nicht sagen. Es würde aber einen höheren Spielwert erhöhen. Also den Wiederspielwert würde es definitiv erhöhen. Aber ob das System so tiefgreifend ist, das bleibt definitiv noch abzuwarten. Na, mein Beispiel ist die Mass Effect Trilogie. Da haben Entscheidungen auch deinen Ruf Konsequenzen nicht nur auf deine Antwortmöglichkeiten, sondern auf Reaktionen deiner Gegner und natürlich auch Konsequenzen in anderen Teilen. Dieses Beispiel und die Möglichkeiten erwecken aber auch schon jetzt den ersten Eindruck, dass Star Wars Outlaws lieber, ja, als Assassine gespielt werden sollte, anstatt eines Revolverhelden. Ja, grundlegend, was gibt es noch zu sagen? Ich will es wirklich kurz fassen. Also, die Cover-Story von Game Informer hat noch ein paar weitere interessante Informationen zu Star Wars Outlaws parat, die ich euch natürlich hier mal zusammenfasse. Der Speeder, den ihr haben könnt, den könnt ihr sofort herbeirufen und angeblich soll sich das Fahren exzellent und reibungslos anfühlen. Der Blaster lässt sich mit neuen Upgrades aufrüsten, das immer wieder bei dem Thema von vorhin, wodurch auch neue Bereiche zugänglich gemacht werden können. Das heißt also, das Upgraden wird ein wichtiger Aspekt sein in dem Spiel, gerade was euren Blaster angeht, um neue Bereiche zu erkunden und auch neue Beute zu machen. Ja, wir erkunden Planeten wie Tatooine, der ist, denke ich mal, sehr, sehr bekannt, Gijim und Akiva. Ja, sowie den Mond Toshara, dieser Mond Toshara ist für das Spiel neu kreiert worden. Den gibt es also auch nicht in der Lore von Star Wars. Na, gehört also auch mit dazu, nur zum Spiel. Ja, das Hauptspiel oder die Hauptstadt Toshara heißt Mirogana und stellt keine riesige Stadt dar. Nein, sie ist eher klein, kompakt, mit dichten Stadtvierteln und vielen kleinen Aktivitäten. Ja, Nebengeschäfte, Arcade-Spiele, Wettbüros und Skabak, der Skabak-Tisch ist ein Kartenspiel, finden wir in jeder Stadt, auch in jeder Kantina. Das wird im Prinzip auch unser zentraler Ort sein für die Beschaffung von Informationen und Aufträgen. Also, ne, dieser Mond mit der Stadt Mirogana wird im Prinzip so unsere Hauptbasis sein, wo wir Aufträge kriegen. Ja, grundlegend, letzte Information an dieser Stelle, logischerweise am 30. August erscheint Star Wars Outlaws 24 für PS5, Xbox X und S-Series, genauso wie auch für den PC. Wer sich die teure Gold Edition oder die Ultimate Edition für 140 Euro, die Ultimate Edition, kaufen will, der kann 3 Tage sogar schon früher loslegen. Jetzt habe ich 2-3 Fragen an euch. Erste Frage: Was haltet ihr von den aktuellen, meiner Ansicht nach exorbitant hohen Preisen, was Ubisoft für dieses Spiel aufschlägt? 140 Euro für eine Ultimate Edition, 80 Euro für eine Standard Edition,
Halleluja, Schwester. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und was haltet ihr von dem Reputationssystem, das heißt von dem Rufsystem? Schreibt mir eure Meinung auch gerne in die Kommentare. Und wünscht ihr euch, dass vielleicht moralische Entscheidungen, das heißt also gegen welche Fraktion wir nachher wirklich uns entscheiden oder kämpfen, das wirklich schwierige und groß weitreichende Auswirkungen haben soll? Schreibt es mir in die Kommentare und bis dahin sage ich wie immer, bleibt gesund und Semper Fi. Wenn euch mein kleines Erklärbär-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da. Damit ihr nichts mehr verpasst, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Es werden auch weitere Erklärbär-Videos folgen. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.